Unter dem Vorwand des Kinderschutzes hat Wladimir Putin in Russland jede positive Äußerung über Homosexualität in der Öffentlichkeit verboten. So hat er die Rechte homosexueller Menschen weiter beschnitten und damit Hass geschürt. Schwule und Lesben werden auf offener Straße verprügelt, Proteste werden brutal niedergeschlagen. Auch in Frankreich schwelt seit Monaten eine überwunden geglaubte Aggression gegen Homosexuelle, ausgelöst durch die Diskussion um die sogenannte Homo-Ehe. Das sind Meldungen, die auch Jugendliche in Österreich treffen und ihnen Angst vor einem Coming-out machen. Eine Studie lässt jetzt aufhorchen. Sie belegt, dass die Selbstmordrate unter jungen Homosexuellen deutlich über der von Heterosexuellen liegt. Subtile Diskriminierung und Demütigungen machen den Betroffenen ein Outing besonders schwer. Neben dem Rückhalt in Familie und Freundeskreis brauchen sie vor allem positive Vorbilder. Auf der Internetplattform Es wird besser berichten homosexuelle Frauen und Männer von ihren Erfahrungen mit dem Coming Out und wollen so Jugendlichen Hoffnung machen, berichtet Ricke Fochler. Patrick Krumpelk hat heute seinen freien Tag. Er nutzt die Zeit, seinen Mann mit einem Mittagessen zu überraschen. Seit 3 Jahren wohnen die beiden 32-jährigen Burgenländer gemeinsam in Neusiedl am See. Sowohl Patrick als auch Manuel arbeiten in großen Supermärkten. Ihr Alltag unterscheidet sich kaum von dem eines anderen Paares. Wer putzt? Ich, Patrick. Wie schaut das aus, das Putzen? Er muss auf der Couch sitzen und der muss runtersteigen und es putzt es. Weil ich mag es auch nicht gut genug, deswegen bleibe ich einfach sitzen, lass ihn machen und wenn er fertig ist, sind wir beide glücklich. Ein glückliches Paar sind sie schon seit 6,5 Jahren. Vor allem Patrick hätte sich als Jugendlicher nicht gedacht, jemals ganz offen seine homosexuelle Beziehung leben zu können. Interessant. Da habe ich es auch schon gewusst. Und dann, wo man die Zwangsfreundinnen hat, der was man hat, das man hat, weil jeder ohne hat. Ach ja, wenn sie alle geschwärmt haben von den Mädels und wie hübsch die ist und wie fest die ist und dann ihre Ranglisten gemacht haben, wer ist jetzt die Hübscheste und wer die Zweithübscheste, und ich habe mir gedacht, aha, ja, ich wüsste, das ist nichts Besonderes. Haben wir aber bei den Burschen dann immer wieder gedacht, ja, der schaut eigentlich ganz nett aus oder ja. So merkt man das dann eigentlich schon für sich selber. Angenehm ist diese Entdeckung nicht. Irgendwie fühlt man sich falsch und wie wenn man nur auf der Welt wart. Weil es wird mir vermittelt, dass man krank ist, dass es nichts Normales ist. Und wenn man dann merkt, es ist normal, man ist nicht nur, das ist dann ein Stein verdorben von Herzen, soll man sagen. Es für sich selbst zu akzeptieren, ist eine Sache. Es anderen zu sagen, eine weitere Hürde. Patrick hat sich erst mit 25 Jahren getraut, es seinen Eltern zu sagen. Sein Vater hat es gut aufgenommen, seine Mutter weniger. Sie hat mir einmal angeschaut, ganz entsetzt, mit den Händen in der Hehe, ist durch den Garten gegangen, weil da ist aus der Tier aus, sie ganz brutal laut geschrien, mein Sohn ist schwul, das gibt's schon nicht. So haben es dann die Nachbarn auch mitgekriegt. War ja auch gut für mich, so habe ich es dann nicht mehr sagen braucht. Erstes Geschenk da draußen. Manuels Familie nahm sein Outing wesentlich gefasster auf. Wie dramatisch das verlaufen kann, hat er erst bei Patricks Eltern gesehen. Es war schwierig. Also großteils der Zeit war der Patrick dann bei mir. Ja, weil mir die Mama ausgekaut hat. Weil ich durfte auch einmal eine Zeit lang nicht das Haus betreten. Glücklicherweise wurde er eine Schwester. Die hat es dann immer so arrangiert, dass man sie sehen. Angst, in der Schule gemobbt zu werden. Angst, von den Eltern verstoßen zu werden. Angst, einfach ausgegrenzt zu werden. Das hat auch Dario Huck zu schaffen gemacht. Mit 13 hat er wahrgenommen, dass er sich zu Burschen hingezogen fühlt. Für mich war es am Anfang schlimm eigentlich, weil ich das nicht wollte. Ich war schon ein Mensch, der schon Vorstellungen gehabt hat, wie es später mal wird mit Frau und Kinder. Und trotzdem hat er seine Gefühle der Mutter nicht lange verheimlichen können. Prost. Der Druck von innen, man zerbricht irgendwann selber, wenn man das nicht los wird, weil man einfach
auch so sein will, wie man ist. Man mag kein Geheimnis ausmachen. Dario wusste aus dem Internet, dass viele sich mit Hilfe eines Briefs outen. Auch er fand das gegenüber seiner Mutter leichter. Und habe eben auch an einem Abend den Brief geschrieben. Da ist relativ viel drin gestanden. Meines Erachtens nach, ich habe ziemlich gut überlegt, was ich da reinschreibe. Und bevor ich dann in die Schule gegangen bin, habe ich den Brief eben aus meinem Zimmer mitgenommen und habe den noch schnell im Stiegenhaus im Postkasten da lassen. Das war schon ein Schreck irgendwie. Ich habe es nicht wirklich geglaubt. Ich habe mir gedacht, der ist noch so jung und das kann sein, dass er im Moment glaubt, er tickt so und dass sich das wieder ändert. Und also ich habe schon Hoffnung gehabt, dass sich das ändert. Ja. Rotraud Huck nimmt sich 2 Tage Zeit. Ihr Sohn wartet geduldig. Dann hat meine Mutter gefragt, während wir mit dem Radl wohin gefahren sind, dass sie jetzt grundsätzlich kein Problem damit hat, aber nicht weiß, wie sie damit umgehen soll und sie da irgendwo Unterstützung suchen muss. Rotraud Huck wendet sich als erstes an die homosexuellen Organisation HUSI. Sie spricht mit Darios Vater, mit Angehörigen und fragt bei der Sexualberatung nach. Damit kommt bei ihr ein Prozess in Gang. Es ist leicht zu sagen, ich habe nichts gegen Schwule, aber wenn es dann so nahe kommt, ja, wenn man dann das in der eigenen Familie hat und im eigenen Wohnzimmer und das ist dann doch was anderes. Ja. Das war ein langsamer Prozess des Akzeptierens, aber für mich war von Anfang an klar, dass es jetzt nicht schlimm ist und dass ich deswegen meinen Sohn genauso lieb habe. Dr. Martin Plöderl ist Psychologe in der Selbstmordprävention an der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg. Er weiß, dass die Phase vor einem Outing gerade für homo-, bi- und transsexuelle Jugendliche zu den sensibelsten gehört. Die Selbstmordrate in dieser Risikogruppe liegt deutlich höher als bei heterosexuellen Jugendlichen. Man weiß, dass diese Menschen durch das Verstecken mehr Stress erleben. Also das geht bis ins Immunsystem rein. Und Verhaltensweisen, die sich da entwickeln, ist eben diese fast doppelte Buchführung. Das heißt, man hat immer einen Parallelprozessor laufen, wo geschaut wird, okay, welche Situation ist das jetzt? Besteht für mich irgendwo jetzt eine Gefahr, dass ich geoutet werde, ohne dass ich das möchte? Und das erzeugt auch Stress, das ist immer auch eine Belastung und macht unfrei. Darios Vater lebt von der Familie getrennt. Ihm erzählt Dario erst später, dass er schwul ist. Der Vater nimmt es gelassen auf. Nun entschließt sich Dario auf der Internetplattform, es wird besser, öffentlich von seinem erfolgreichen Outing zu erzählen. Hier sollen andere Betroffene motiviert werden, sich zu trauen. Das Versprechen, es wird besser. Es war deswegen für mich wichtig, weil ich ein Mensch bin, der will sich da engagieren. Also ich möchte mithelfen, da was zu verändern, damit es besser wird und damit die Leute sehen, da draußen gibt es viele davon. Also bevor ich noch nicht wusste, dass ich schwul bin, habe ich mich trotzdem nicht so frei gefühlt, wie ich es gewusst habe und mich dann geoutet habe. Also ich habe mir danach aber eine ganz andere Lebensqualität gespürt auch. Dr. Martin Plöderl begrüßt jede Initiative, die Betroffenen Druck nehmen kann. Betroffene Jugendliche können sich das anschauen und bekommen die Botschaft der Hoffnung zurück. Und die Hoffnung, das wissen wir aus der Suizidforschung, ist einer der wichtigsten Schutzfaktoren gegenüber einem Suizid. Es wird besser, ist eine ganz wichtige erste Aktivität. Und es gibt auch noch andere. Und die Hosen sind immer schon auch Vorreiter, auch was Prävention anbelangt. Auch Andi Waldhardt hat in der HUSI Salzburg Menschen gefunden, mit denen er sich austauschen und auch anderen Mut geben kann. Vor 3 Jahren, mit 15, hat er sich geoutet und das ging weit reibungsloser vonstatten, als er befürchtet hatte. Seither ist aus dem ehemals introvertierten, sensiblen, wortkargen Kind ein fröhlicher, selbstbewusster und unerschrockener Bursche geworden. Das wissen eigentlich alle von mir, aber wenn ich jetzt ein Praktikum habe von der Schule, ich drücke es natürlich kaum auf, aber wenn ich danach gefragt werde, dann sage ich das natürlich. Und bis jetzt hat es mir nie ein Problem gegeben. Andis Mutter, seine Schwester, sein Vater, bis hin zu den Großeltern, alle sind sie hinter ihm gestanden. Auch wenn seine Mutter sich zunächst große Sorgen machte. Wie wird er mit diesen Anfeindungen zurechtkommen, die unweigerlich auf ihn einstürzen werden? Wie wird er sein Berufsleben regeln können?
mir gedacht habe, die Menschen sind einfach zu wenig aufgeschlossen und er wird sehr viel kämpfen müssen. Doch dann engagierte sich Frau Waldhardt für Elterngruppen in der homosexuellen Initiative. Und das tat nicht nur ihr gut. Weil man einfach nach außen hin projizieren kann, dass es um die Liebe geht und nicht um den Geschlechtsakt. Und das wird oft auf den Geschlechtsakt reduziert bei homosexuellen Paaren. Nur die wollen einfach gemeinsam glücklich sein. Und das ist das Einzige, was zählt, und das ist geschlechtsunabhängig, meiner Meinung nach. Gerade in Dörfern, ländlichen Gebieten oder sehr religiösen Gemeinschaften sehen sich homosexuelle Jugendliche noch hartnäckigen Vorurteilen gegenüber. Nicole Gassinger kommt auch aus einem kleinen Ort. Seit einem Jahr arbeitet sie in der Hosi hinter der Theke und leitet die Coming-out-Gruppe. Sie ist heute die einzige Frau, die sich vor die Kamera traut. Viele in ihrer Gruppe sind noch nicht oder nur teilweise geoutet. Und gerade Frauen fürchten Diskriminierung im Privat- oder im Arbeitsleben. Mobbing ist ein großes Thema und Bemerkungen auf der Straße halt und ja, weiß nicht, wenn man mit einer Frau Hand in Hand geht, kann man immer wieder mal Bemerkungen. Sei es jetzt, ja, es braucht eh nur einen richtigen Mann oder ihr scheiß Lesben oder weiß ich nicht, ihr gehört eh alle vergast. Also sind schon harte Sachen teilweise dabei, ja. Wo man eigentlich denken müsste, unsere Gesellschaft wird auf der einen Seite immer offener, sei es jetzt mit dem Partnerschaftsgesetz oder mit der Stiefkindadoption, was jetzt gekommen ist, aber auf der anderen Seite bemerke ich einfach dadurch, dass sich der konservative Kern sehr verhärtet. Eine Gesellschaft braucht einen Sündenbock, der dann schuld daran ist, dass die Gesellschaft den Bach runtergeht. Und dieses Argument, das findet man heute auch sehr, sehr häufig beim Thema Homosexualität in der Politik. Nein, man kann die gleichgeschlechtliche Ehe nicht so machen wie die heterosexuelle, weil wir müssen die klassische Familie schützen. Wenn man dieses Argument nämlich weiterdenkt, da steckt drinnen, Homosexuelle sind eine Bedrohung für die klassische Familie. Und das ist exakt das gleiche Argument wie in der Nazizeit. Das ist Leuten gar nicht bewusst, die dieses Argument ins Feld führen. Aber es ist so. Manuel und Patrick haben sich nicht abschrecken lassen. Sie haben letztes Jahr Hochzeit gefeiert. Ganz öffentlich, mitten im Pammhagen, dem letzten Eck des Seewinkels. Ja. Ja. Tatsächlich sind aus nah und fern Menschen gekommen, die das vermeintliche Spektakel miterleben wollten. Und bei ihnen haben Manuel und Patrick offensichtlich auch etwas bewirkt. Dass wir einfach den Leuten gezeigt haben, schaut, das ist keine perverse Geschichte, was wir da machen, sondern es ist einfach ein Ringe austauschen, ein Ja zu einem Menschen zu sagen, so wie es bei Mann und Frau ist, warum soll es bei uns anders sein? Und der Zuspruch war eigentlich sehr groß und sehr positiv. Nur eines bereut Patrick, sein spätes Outing. Ich bereue es bis heute, weil ich hätte es viel früher machen sollen. Hätte es mit 17 gemacht, 16, 17, ich hätte nicht immer versteckt leben müssen. Ich hätte mich nicht immer schauen müssen, das nimmst du sich, das nimmst du hört. Schau, wie in der Zeit so wie.